Yo Leute, was geht? Im heutigen Video möchte ich euch mal wohl eine der interessantesten technischen Innovationen aus der Gaming-Branche vorstellen. Die Rede ist von der Google Stadia. Aber was ist das? Wer kennt und hasst es nicht? Ihr kauft ein Spiel für vielleicht 80 Euro, müsst es dann erstmal stundenlang runterladen, dann beim Installieren heißt es, dass der Speicherplatz nicht mehr ausreicht und nach einer Stunde Spielen habt ihr schon keine Lust mehr auf die Story. Ja geil, unnötig Zeit und Geld investiert. Und Google hat sich gedacht, genau diesen Problemen müssen wir jetzt mal Abhilfe schaffen. Und zwar möchten sie eine Konsole entwickeln oder sind gerade dabei eine Konsole zu entwickeln, die ähnlich wie Netflix funktionieren soll. Das bedeutet, ihr habt ein Abo, könnt dann unbegrenzt Spiele spielen und das ohne ein Download oder eine Installation. Okay, jetzt erstmal eins nach dem anderen. Also, Google ist gerade dabei, eine Konsole mit dem Namen Stadia zu entwickeln. Beziehungsweise Konsole ist eigentlich das falsche Wort, denn diese Plattform besteht im Prinzip nur noch aus... Ja, aus was eigentlich? Stadia ist eigentlich nämlich nur eine Cloud, eine Gaming-Cloud. So etwas wie einen schwarzen Plastikkasten, der beim Anmachen piept, gibt es dann anscheinend nicht mehr. Wie soll das denn jetzt nun gehen, fragt ihr euch? Na ganz einfach. Zunächst schließt ihr bei Google ein Abo ab. Was das genau kosten soll, will Google noch nicht verraten, aber einige Leaks deuten darauf hin, dass es etwa 15 Euro im Monat kosten wird. Anschließend kommt es dann drauf an, auf was ihr zocken wollt. Die einfachste Version ist die, dass ihr einen Chromecast-Stick, also eine Art USB-Stick, in euren TV steckt und dann einen Controller anschließt und fertig ist eure Konsole. Der Chromecast-Stick baut nun eine Verbindung über euer WLAN mit den Google-Servern auf und diese erledigen dann die Rechenleistung, die ihr vorher auf der Konsole oder eurem PC gemacht habt. Eine andere Version ist die, dass ihr den von Google selbst entwickelten Controller verwendet. Dieser ähnelt sehr dem Xbox One, der PS4 und dem Pro-Controller der Nintendo Switch. Hier funktioniert es ähnlich, nur dass der Controller zum Zentrum des Zockens wird. Dieser baut nun die Verbindung zur Cloud auf und gleichzeitig über den Stick zum TV, wohin euer Bild eben übertragen wird. Solch ein Controller soll nach Schätzungen zwischen 40 und 60 Euro kosten, also nicht viel mehr als ein PS4 oder Xbox One Controller. Der Riesenvorteil an diesem ist, im Vergleich von einem herkömmlichen Controller, dass er direkt die Verbindung zum WLAN bzw. dann eben zum Google Server aufbaut und dass das wertvolle Millisekunden spart, die das Signal sonst noch über den TV hätte senden müssen. Ja, die Millisekunden beim Zocken, wer kennt sie nicht? Die sind wohl die größten Probleme der Stadia. Wenn ihr jetzt aber PC-Spieler seid und vielleicht gar keinen Fernseher besitzt, dann ist das auch kein Problem. Dann könnt ihr auch einfach den Chrome-Browser auf eurem PC oder Laptop verwenden. Ihr merkt schon, es gibt einige Möglichkeiten, diese Konsole zu verwenden. Und das führt uns auch direkt mal zu den Vor- und Nachteilen dieser Konsole. Ein Vorteil ist ganz klar, ihr könnt billiger mehr Spiele zocken. 15 Euro im Monat entspricht 180 Euro im Jahr für ein Abo. Für den Betrag erhaltet ihr normalerweise, zum Beispiel jetzt für die PS4, wenn es hochkommt, 3 Spiele. So unendlich viele. Dann seid ihr nicht mehr auf eine moderne Spielkonsole für 400 oder 500 Euro angewiesen oder einen Gaming-PC für über 1000. Ein Fernseher reicht vollkommen aus und den werden die meisten besitzen. Zudem müsst ihr nichts mehr downloaden, patchen oder installieren. Das machen die Server von alleine und sind wesentlich schneller als jede Konsole oder jeder PC zu Hause, das könnt ihr mir glauben. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ihr von dieser wohl direkt zu YouTube streamen werden könnt. Dadurch gibt es keinen Qualitätsverlust in der Auflösung, da die Server ja direkt nebeneinander stehen und dann ist es einfacher, direkt zu streamen. Und wenn wir gerade schon beim Streaming auf YouTube sind, es soll wohl auch eine Funktion geben, mit welcher Zuschauer von YouTube direkt in die Lobby des Streamers gelangen können. Das kann man bestimmt auch ausstellen, damit keiner Stream sniped, aber im Prinzip ist es eigentlich doch ziemlich geile Funktion. Und zu guter Letzt hat das Ganze den Vorteil, dass alle Spiele, unabhängig von eurem PC oder eurer Konsole, in 4K und 60 FPS funktionieren. Das Ganze soll aber dann noch auf 8K und 120 FPS ausgebaut werden. Das klingt doch im Prinzip jetzt erstmal alles wunderbar, oder? Naja, es gibt auch eine Menge Nachteile. Ihr braucht zum Beispiel eine ziemlich gute Internetleitung.
Zwar soll eine 100K-Leitung angeblich zumindest wunderbar ausreichen, aber die wenigsten von euch werden gescheites Internet haben. Ich meine, ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main, was eine ziemlich große Stadt ist mit ziemlich viel Infrastruktur, und selbst bei uns gibt es nur 100.000er-Leitungen. Und das wurde auch dieses Jahr erst ausgebaut, also irgendwie ist es doch ein bisschen traurig. Stimmt doch mal oben rechts ab, würde mich mal echt interessieren. Was habt ihr für eine Internetleitung? Wisst ihr es überhaupt? Wenn ja, stimmt mal oben rechts ab. Ich bin mal gespannt. Ich wette, die meisten von euch haben weniger als 50k. Und ein Nachteil, den man natürlich auch nicht vergessen darf, ist das Gaming-Gefühl. Ich finde, das geht dabei irgendwie verloren, wenn man nur noch so einen komischen Controller in der Hand hat und keine Konsole da mehr ist oder ein PC, der schön mit RGBs beleuchtet ist. Irgendwie, da fehlt doch ein bisschen was. All das führt uns doch zu der Frage: Ist diese Idee eigentlich neu? Nein, kann man da ganz einfach sagen. Es gab schon mehrere Projekte, die probiert haben, etwas Ähnliches zu schaffen. Zum Beispiel OnLive, PlayStation Now oder auch Gaikai, was auch immer das ist. Google macht das Ganze angeblich jetzt besser. Denn sie meinen, dadurch, dass sie mehr Rechenzentren haben, können sie auch eine flüssigere Wiedergabe garantieren. Naja, hoffen wir mal. Sicher fragt ihr euch jetzt noch, welche Spiele sollen für diese Konsole erscheinen, beziehungsweise ist da vielleicht schon irgendwas bestätigt? Ubisoft hat sich sehr interessiert dazu geäußert und hat auch schon bestätigt, dass Assassin's Creed Odyssey für dieses Stadia erscheinen soll. Weitere Infos zu Hardware, Software und den Spielen, Preisen etc. möchte Google noch diesen Sommer veröffentlichen. Was sie aber schon bestätigt haben, ist, dass die Stadia noch 2019 erscheinen soll. Ob als Beta oder als finales Produkt, ist leider noch offen. Falls ihr zufällig einen Google-Mitarbeiter aus der entsprechenden Abteilung zuschaut, ich würde einen nehmen. Auch interessant ist, was die Reaktion von den anderen Konsolenherstellern ist. Microsoft hat bereits angekündigt, einen ähnlichen Service ins Leben zu rufen, und zwar die sogenannte xCloud. Auch hier soll es dieses Cloud-Gaming wohl bald schon geben. Und das war im Prinzip auch schon alles, was ihr über die neue Stadia, die neue Konsole von Google, wissen solltet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn ihr einfach mal einen Daumen nach oben da lassen würdet und vor allem diesen Kanal hier abonnieren würdet, um wirklich nichts mehr rund um die Stadia, um GTA Online, um GTA 6 und vor allem um Red Dead Redemption 2 zu verpassen. Nun habe ich noch eine Abschlussfrage an euch, und zwar: Würdet ihr euch so eine Stadia kaufen oder sagt ihr, ne, ich will meinen Gaming-PC behalten, ich bin mit dem zufrieden, ich bin damit aufgewachsen, ich zock auf PS4, Xbox oder eben auf dem PC? Schreibt es mal in die Kommentare, was ist eure Meinung zu dem Ganzen, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Kommen wir zu guter Letzt natürlich noch zu unserer Lieblingsrubrik, und zwar der Witz des Tages. Und dieser kommt heute mal von Maya Ma auf Instagram, und er schreibt: Sagte Abraham zum Bebraham, kann ich mal dein Zebra haben? Ja moin, das war auf jeden Fall der Witz des Tages. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen und angenehmen Tag. Wenn ihr auch noch gute Witze habt, schickt mir die mal auf Instagram. Ich heiße Julex_YT und jetzt bin ich raus. Haut rein, bis bald und Peace. Can I be